Willkommen zum Motivations-Podcast mit der wunderbaren Katja und der galaktischen Lena. Hey, liebste Katja. Hallo, liebe Chidim. Ich habe was so mega Galaktisches erlebt und das möchte ich unbedingt mit dir teilen und auch mit unseren Zuhörern teilen. Los. Okay, also das war tatsächlich mittags um 12. Ich bin selten tagsüber telefonisch erreichbar, aber es war wirklich mittags um 12. Mein Handy klingelt, ich bin drangegangen und am Telefon war ein ehemaliger Seminarteilnehmer, der bei einem Online-Seminar bei mir zum Thema Kommunikation teilgenommen hat und mit dem ich auch im Nachgang noch einen netten Austausch hatte. Ich hatte ihm noch ein paar Bücher empfohlen. Wir waren einfach in einem sehr netten Austausch und sind sehr positiv verblieben. Zumindest ruft dieser Mensch mich an und sagt, hey Lena, du glaubst nicht, wo ich gerade bin. Ich so, erzähl, wo bist du? Ich laufe gerade den Jakobsweg und möchte dir danken. Ich so, okay, verstehe ich jetzt noch nicht ganz die Zusammenhänge. Ja, also ich bin den Jakobsweg noch nicht gelaufen und hatte es jetzt auch nicht vor. Und dann hat er mir erzählt, dass der Workshop mit mir ihn so inspiriert hat, dass er darüber nachgedacht hat, was ist ihm wirklich wichtig in seinem Leben. Der junge Mann, ich schätze mal, der ist so Ende 20, hat dann eben auch, ich hatte ihm eben ein paar Bücher noch empfohlen, die hat er auch gelesen. Und dann hat er sich wirklich zu Hause hingesetzt und sich Gedanken gemacht, wo soll meine Reise hingehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt Achtung, ohne Witz, der hat seine Wohnung gekündigt. Er hatte wohl, ja, also das finde ich so mutig, also hier Mut, aber das finde ich wahnsinnig mutig. Der hat seine Wohnung gekündigt. Die Oma hatte wohl noch was Kleines, das hat er umgebaut und jetzt seine Sachen da untergestellt, muss da keine Miete zahlen. Der hat seinen Job gekündigt. Da dachte ich, bitte sag das nicht der Personalerin, bei der du damals warst du und die wieder den Workshop mit mir ermöglicht haben. Ja. Wieder gebucht. Und dann hat er sich kurzerhand auf den Weg gemacht und ist jetzt unterwegs und musste immer wieder an mich denken und wollte jetzt diesen magischen Moment mit mir teilen und wollte mir Danke sagen. Und mich hat das echt so geflasht, also ich hatte so eine Gänsehaut, als der mich angerufen hat, weil ich dachte, also nur für alle, es war ein Kommunikationsworkshop, ja. Es ging nicht um Selbstfindung und du hast kein Coaching gemacht, nein, in der Gruppe überhaupt warst nicht. Du. Und er war in der Gruppe mit 7 anderen Personen, also es war wirklich, es ging in keiner Weise darum, bitte ändert euer Leben von jetzt auf gleich, es ging um Kommunikationsthemen, warum ich das erzähle und warum es mich so fasziniert. Wenn ich dir vielleicht einen Tipp gebe, dann verallgemeine ich den vielleicht und sage, änder doch mal was, probier doch mal was Neues aus und ich bin vielleicht geistig, gedanklich bei der Variante, meld dich doch mal am Telefon jetzt mit Vor- und Nachnamen oder schau doch mal beim Beenden von Telefonaten, dass du die Person mit Namen verabschiedest, statt nur Ciao und aufzulegen. Und der hat das auf ganz andere Situationen übertragen und hat sich selber hinterfragt, und danach sein Leben umgekrempelt. Und das finde ich wirklich faszinierend und extrem mutig. Total mutig. Also wahnsinnig wahnsinnig. Also so ein kleiner Stein hat so riesen Wellen gemacht. Das ist also, und also für mich, was mich wirklich immer noch fasziniert, ich habe den noch nicht mal persönlich getroffen. Das war ein Online-Seminar. Wir hatten 4 Termine, 90 Minuten online. Also ich habe diesen Menschen noch nie persönlich getroffen. Ich kenne ihn wirklich nur online. Und das fand ich schon Wahnsinn. Und er hat sich so herzlich bei mir bedankt und hat gemeint, ich habe so viel bei ihm angeregt und verändert. Und dann habe ich immer wieder gesagt, nein, du bist die Veränderung. Ich hab weder deinen Job gekündigt, noch habe ich deine Wohnung gekündigt und zusammen alles gepackt. Du bist die Veränderung und du bist sehr mutig und fand das einfach wahnsinnig schön, einen Menschen bei so einem mutigen Schritt begleiten zu dürfen. Oder der Auslöser oder der Stein gewesen zu sein. Ja. Also, dass er überdacht hat, dass er die ganze Situation überdacht hat. Wahrscheinlich. Und wirklich überlegt hat, was ist wichtig. Das fand ich. Und ich hatte gestern tatsächlich, das war gestern Nachmittag, eine vergleichbar ähnliche Situation. Da hat ein
Freund, und es ist ein Freund geworden, das ist jemand, der war vor 15 Jahren bei meinem Seminar, also ich mache den Job schon seit 18 Jahren, ja, der war wirklich vor 15 Jahren Seminarteilnehmer und danach ist daraus eine Freundschaft entstanden, mittlerweile kennen sich auch unsere Familien, unsere Kinder kennen sich mittlerweile schon, ja, die gehen sogar auf die gleiche Schule jetzt, weil seine Tochter ist jetzt in der 5., mein Sohn ist da in der 7., und der hat mir eine kurze WhatsApp geschrieben, du, kann ich kurz vorbeikommen, und ich so, ja, alles klar, und Der saß dann gestern Nachmittag bei mir in der Küche und hat mir von einem unglaublichen Jobangebot erzählt und hat gemeint, weißt du, du bist der positivste Mensch, den ich kenne. Und wenn du jetzt sagst, dass ich das machen soll, dann weiß ich, dass das was Tolles ist und dann werde ich es machen. Aber wenn du sagst, ich soll es nicht machen, dann werde ich es nicht machen. Dann habe ich gesagt, ich bin noch nicht deine Sprecherin. Also du bist ja auch alt genug und du also das ist ein gestandener Mann, der wirklich mit beiden Beinen fest im Leben steht. Dann habe ich gesagt, ja, aber trotzdem, du gibst einem noch so was Positives mit. Und für mich ist einfach wichtig, dass du sagst, ja, das fühlt sich gut an und mach das. Und dann haben wir ein bisschen drüber gesprochen, über die Option. Und dann habe ich gesagt, ja, mach's auf jeden Fall, weil das bringt dich weiter. Und der ist total glücklich nach Hause und hat gemeint, also das war ihm jetzt so wichtig, ja, das nochmal mit mir zu besprechen. Und das, ich finde es schon bemerkenswert, was Gespräche überhaupt bewirken können. Dass du... Der hatte wahrscheinlich schon seine Meinung, der wusste schon, wo sein Weg hingeht, ja, aber dass er einfach, und er hat auch erzählt, wie er seiner Frau dann gesagt hat, ja, wir haben jetzt alles besprochen, also er hat schon mit seiner Frau besprochen, aber er möchte jetzt nochmal zu mir und will das einfach nochmal mit mir besprechen. Und da merke ich immer wieder, es ist so wichtig, über Dinge zu sprechen und da wird man sich über vieles klarer und auch da wieder, Kommunikation ist alles, immer und überall, macht euch gegenseitig auch Mut. Und das finde ich was Wichtiges. Und dazu habe ich auch noch ein Beispiel. Wenn Kinder beispielsweise Fahrradfahren lernen, und ich erinnere mich noch genau, ich sehe es gerade vor Augen, siehst du, wann du Fahrradfahren gelernt hast? Ja. Wann war das? Ich hatte total Schiss und das war bei uns im Laden. Okay. Also wir hatten einen riesen Laden mit Fernseher und Elektronik, Und wir hatten da einen Kreis und da habe ich quasi ein kleines Fahrrad. Im Laden? Ja, oh, genau. Und ich habe, weil ich Angst hatte, auf die Nase zu fallen, habe ich, also meine ersten Fahrräder waren wirklich so im Laden. So. Okay. Ja, weil da Teppichboden war. Und waren Mama oder Papa dabei? Da waren Mama und Papa dabei. Beide, ja, sogar. Genau. Und was haben die gesagt, wenn du hingefallen bist, Katja? Ja, weitermachen. Genau. Aufstehen. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Bei Kindern wird immer gesagt, hey, steh auf, das schaffst du, das schaffst du. Mhm. Wenn Erwachsene scheitern, wenn du dich morgen selbstständig machst, scheiterst, dann heißt es, ja, habe ich dir doch gesagt. Ja. Das ist aber auch schwierig immer in negativ, der heutigen Zeit. Ja. Und da kommt immer das Negative. Mhm. Und dann denke ich mir, warum habt ihr aufgehört mit dem Motivieren? Mhm. Und das ist das, was ich mir von allen wünsche. Macht euch gegenseitig Mut, ermutigt und sagt, steh doch einfach wieder auf, versuch's ein zweites und auch ein drittes Mal, dann schaffst du es. Das ist mein Motto übrigens. Hinfallen, also Knie putzen, Krone richten, aufstehen, weitermachen. Unbedingt. Also unbedingt. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges. Und jetzt habe ich eine super einfache kleine Übung und Katja darf da gleich mitmachen und auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. 30 Sekunden Zeit, so lange braucht ihr gar nicht wahrscheinlich. Und jetzt überlegt jeder, jede von euch und du auch, Katja, deine drei wichtigsten Menschen in deinem Leben. Und ich weiß, jetzt wirst du schon sagen, ah, nein, mit drei komme ich nicht hin. Deine drei wichtigsten Menschen in deinem Leben, im schönsten Fall notiert ihr es. Ihr könnt ja auch eine Notiz im Handy reinschreiben. Mal kurz denken, überlegen. Deine drei wichtigsten Menschen in deinem Leben. Wobei, es müssen noch nicht mal Menschen sein. Ich finde Wesen. Also ich finde auch ein Hund kann ein sehr wertvoller Wegbegleiter sein. Also es müssen nicht Menschen sein. Also die drei wichtigsten Weggefährten. Ja, Weggefährte ist glaube ich, schöner. Hast nur du? Drei? Ja, eben, darum geht's. Nur drei. Also wenn ich das bei Workshops frage, dann manche sagen dann, aber ich habe schon drei Kinder und jetzt fällt dann mein Mann weg. Und, also, ich überprüfe es nicht. Ja? Drei, hast du? Ja, habe ich. Okay, ich hoffe, die anderen auch. Und jetzt die ehrliche Rückmeldung. Wer hat sich selber notiert? Hast du dich selber notiert? Weil ich es weiß, ja.
Also du hast es mir ja schon mal vor ganz langer Zeit und da stand ich nicht drauf. Ja. Und seitdem ich das weiß, stehe ich drauf. Und lebst du auch danach? Zu 50%. Oh, da ist noch Luft nach oben. Ja. Und jetzt zwei Dinge und dann schauen wir mal, wie wir das bei dir auch unterstützen können. Für alle, die jetzt vielleicht mitgemacht haben, eine fiktive Situation, einfach eine gestellte Situation, stellt euch folgende Situation vor. Du sitzt in einem Langstreckenflug, das sind meist so Vierersitze, du sitzt auf einem Sitz und neben dir sitzen deine drei Lieblingsmenschen. Hoffentlich passiert das niemandem von euch, aber plötzlich fallen die Sauerstoffmasken von oben runter. Und jetzt kommt das Allerwichtigste, was ich allen Menschen da draußen mitgeben möchte. Wenn die Sauerstoffmaske runterfällt, dann musst du erst deine eigene Maske aufsetzen, damit du funktionieren kannst. Ich habe mit einigen schon diskutiert, die gesagt haben, nein, aber das ist mein Mutterinstinkt, ich versorge erst die Kinder, Plural, Mehrzahl. Und jetzt Achtung, du hast vielleicht zwei Kinder neben dir sitzen, spätestens beim zweiten hast du keine Power mehr, hast du keine Luft mehr und bist du gar nicht mehr da. Und deswegen an alle Menschen, setze erst deine eigene Maske auf, schau erst nach dir. Und es muss nicht immer der Jakobsweg sein, den man gleich pilgern muss. Es muss nicht sein, dass wir den Job aufgeben und die Wohnung kündigen. Aber schau nach dir und überleg, was ist besonders wichtig für dich? Was motiviert dich? Was gibt dir Kraft? Und jetzt kommen wir wieder zurück zu Katja, bei der ich weiß, dass das Thema Rücken gerade ein bisschen ein kleines Wehwehchen-Thema ist. Und ich weiß aus sicherer Quelle, dass du früher samstags im Fitnessstudio warst. Was hindert dich daran, damit wieder zu starten, Katja? Nur ich selbst. Ja, und jetzt, ich habe es gerade nicht gehört. Wer ist nochmal der wichtigste Mensch in deinem Leben? Ich habe es nicht gehört. Nur ich selbst. Ich habe hier gerade eine Tonstörung, obwohl wir uns gegenüber sitzen. Ich konnte es auch nicht von ihren Lippen lesen. Ich habe es wieder nicht verstanden. Wer? Du. Ah, ja, du. Ja, ich. Und was kann es Wertvolleres geben, Katja, als deine Gesundheit? Gesundheit. Ich weiß. Wann meldest du dich an? Was kann jetzt noch dagegen sprechen? Was kann es Wichtigeres geben? Es kann nichts Wichtigeres geben. Wen musst du mit Sauerstoffmasken versorgen? Mich. Erstmal dich, ja, und deinen Rücken, genau, deine Gesundheit. Ja. Aber es wäre gelogen, wenn ich sage, ich melde mich heute noch an. Ach, heute muss es jetzt auch nicht sein. Wir sind ja jetzt hier so nett zusammen. Dann müsste ich ja jetzt gehen. Realistisch. Wann meldest du dich an? Nächsten Freitag. Das ist gut. Das kann ich überprüfen. An alle, die wirklich ein neues Ziel umsetzen wollen. Es gibt so eine smarte Zieldefinition und das ist gar keine Doktorarbeit. Das SMART, das sind einfach nur Abkürzungen für gewisse Buchstaben und die wichtigsten, finde ich, ihr könnt es auch bei Google nachlesen, dein Ziel sollte realistisch sein. Also ich hasse das, wenn einer sagt sowas wie, bis nächste Woche will ich 5 Kilo abnehmen, wo ich mir denke, klar, wenn ich mein Bein absäge, geht es, aber ansonsten wird es nicht funktionieren. Also wirklich realistische Ziele definieren, messbare Ziele definieren und terminiert. Und je kleiner das Ziel definiert ist, desto realistischer ist es, dass ich es angehen werde. Also gerade auch beim Thema Sporteln, wenn jetzt jemand sagt, genau, ab morgen werde ich einen Halbmarathon laufen, ist es sehr unrealistisch. Nein. Und die Motivation ist gleich im Keller nach dem ersten Kilometer. Wenn du aber startest mit, okay, ab morgen möchte ich 3-mal die Woche jeweils 2 Kilometer morgens laufen gehen. Das ist realistisch, vorausgesetzt gesunder Körper. Das kannst du wirklich schaffen und dich nach und nach steigern. Und das Tolle ist, dann macht die Steigerung Spaß, weil du mit kleineren Zielen angefangen hast. Und deswegen wird sich Katja kommenden Freitag im Fitnessstudio anmelden und samstags was für ihren Rücken tun, weil sie der wichtigste Mensch ist. Für sich. Ja. Und jeder sollte erstmal nach sich schauen. Ja. Katja hat ein bisschen Angst. Mir fehlt noch der Mut. Das kriegen wir noch hin. Deswegen machen wir das ja auch hier. Genau. Und dann kann das ja auch eine Unterstützung sein. Und ja, das schaffst du. Gut. Okay? Ich bin gespannt. Ich auch. Sehr schön. Ich werde dich auf jeden Fall anschreiben. Also gut, ihr Lieben, denkt an die Ziele. Denkt daran, euch realistische Ziele zu definieren. Seid mutig. Kommuniziert miteinander und habt einen wunderbaren Tag. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Danke fürs Zuhören.
Katja und Lena freuen sich auch über dein Feedback. Was hat dir gefallen? Was wünschst du dir an Themen?